Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video gucken wir uns die drei besten Glattbürsten an. Die Bürsten sind in die Kategorien Vergleichssieger, Preis-Leistungssieger und beste Bewertung eingeteilt. Alle Links zu den Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Finde in diesem Video heraus, welche Glättbürste die beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen mit der Remington Hydralux. Die Remington Heißluftbürste ist ein vielseitiges Stylinggerät, das Haare sowohl trocknen als auch glätten kann. Sie kann auch als Rundbürste und Lockenstab verwendet werden. Die Heißluftbürste sorgt für mehr Volumen bei feinem Haar, glättet Naturlocken und gibt dem Haar einen natürlichen Schwung. Die Bürste ist mit gemischten Borsten ausgestattet und hat eine ovale Form. Eine feuchtigkeitsspendende Keramikbeschichtung wird das Austrocknen der Haare verhindern. Die Warmluftbürste arbeitet mit drei Heizstufen und zwei getrennten Gebläsestufen. Zur Stilfixierung steht eine Kaltstufe zur Verfügung. Die Bürste ist mit einer kühlen Spitze ausgestattet, um Verbrennungen zu vermeiden. Sie arbeitet mit einer Leistung von 1200 Watt. Ein starker Luftstrom ermöglicht ein müheloses Trocknen und Stylen der Haare. Die Bürste ist für eine einfache Handhabung mit einem drehbaren Kabel ausgestattet und verfügt über einen Überhitzungsschutz. Weiter machen wir mit der Rowenta CF6220. Diese Glättbürste hat ein ergonomisches Design und ist mit einer Keramikbeschichtung ausgestattet. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, feuchtes Haar zu trocknen und gleichzeitig zu glätten. Das spart morgens etwas Zeit. Eine Tasche für die Glättungsbürste ist im Lieferumfang enthalten. Sie kann zum Transportieren oder Aufbewahren des Gerätes verwendet werden. Die Bürste bietet zwei Temperatureinstellungen und eine Kühlstufe zur Auswahl. Während des Gebrauchs weist das Modell dank Thermocontrol eine konstante Wärme auf. Dies ermöglicht eine sanfte und effiziente Haarglättung. Darüber hinaus verfügt die Glättbürste von Rowenta über ein um 360 Grad drehbares Kabel. Wenn du die Bürste nach Gebrauch reinigen möchtest, kannst du ganz einfach das Lufteinlassgitter entfernen. Und weiter machen wir mit der GHD Hot Brush. Diese Glättbürste ist für normales Haar geeignet, sie wurde entwickelt, um Haare in Sekundenschnelle zu glätten und kann für kurzes, mittleres und langes Haar verwendet werden. Ein keramisches Heizelement mit Ionisator erhitzt die Bürste auf eine Temperatur von 185 Grad Celsius. So werden Haarschäden und Haarbruch minimiert. Die Ionen werden dabei helfen, Kräuselungen und Frizz zu beseitigen. Haare, die abstehen und ungewollt und unkontrolliert kräuseln, werden als Frizz oder krauses Haar bezeichnet. Häufige Ursachen für Frizz sind Haarschäden oder Feuchtigkeit. Die Bürste ist kabelgebunden und wird mit einem 2,7 Meter langen Netzkabel geliefert. Nach 60 Minuten Inaktivität schaltet sie sich automatisch aus. Die Bürste hat eine Kombination aus kurzen und langen Borsten, die eng beieinander liegen. Dies wird es dir ermöglichen, größere Haarpartien in wenigen Durchgängen zu stylen. Den Vergleichssieger, den Preis-Leistungssieger und das Produkt mit den besten Bewertungen haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem haben wir hier noch weitere Produktvergleiche für euch.